Hallo Community, ich bin's, der Joan von Trader Online Video. Magic spielen muss nicht teuer sein, deswegen habe ich mir wieder zu Dominarias Bund ein Deck nur aus den gewöhnlichen Karten der Edition gebaut, welches ich euch jetzt vorstellen möchte. Viel Spaß dabei! Trader. Mit uns hast du gute Karten. Bevor es losgeht, mein Vater hat sich sein Deck schon gebaut und das auch auf YouTube vorgestellt. Meine Schwester wird das auch noch machen, also das Video folgt auch noch. Jetzt bin ich erstmal dran, aber noch kurz vorneweg, wenn ihr auch mal in unserem Trading Card Superstore mitspielen wollt, dann könnt ihr euch über unsere Online-Website, über den Reiter Events Tickets kaufen. Für alle möglichen Events, also es gibt halt Yu-Gi-Oh!, Pokémon und halt Magic. Das ist dann halt immer freitags oder Samstag, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wir sind eigentlich auch so gut wie immer da, oder oft zumindest. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich habe mich für ein schwarz-grünes Deck entschieden. Und ja, fange ich mal mit der ersten Karte an. Da habe ich nämlich jetzt auch viermal drin, nämlich die Kriegsfliegen, den Kriegsfliegenschwarm. Für ein schwarzes Mana, es ist eine Kreatur 1-1 mit fliegend. Und für ein schwarzes Mana erhält sie Todesberührung, bis man das Zug ist. Ist halt ziemlich praktisch, weil wir werden das ja auch dann im Stream spielen, diese mit diesen Decks halt in Duellen. Und heißt also, die anderen haben ja auch nur Decks, die nur aus Kampfs bestehen. Heißt also, darum hat man sein Deck natürlich darauf auch ein bisschen angepasst, weil wenn man jetzt nur Kampf spielt, gibt es ja auch jetzt nicht so eine, also es gibt schon eine große Vielfalt, aber es gibt halt so eine, trotzdem immer so noch so ein begrenztes Power-Level, sag ich jetzt mal. Und da ist dann halt so ein 1-1 Flieger halt schon ziemlich gut, weil in Only Comes gibt es echt nicht viele Flieger und da müssen halt dann die Gegner oft halt schon auf Removal zurückgreifen, denn Kreatur mit Reichweite gibt es tatsächlich auch nicht so viele, deswegen ist das schon ein super guter One-Drop, mit dem man auch immer schön angreifen kann, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner in der zweiten Runde oder halt auch in der ersten Runde halt einen Flieger legt oder jemand eine Kreatur mit Reichweite, ist halt ziemlich unwahrscheinlich. Deswegen wird man da oftmals immer schön den Gegner so pro Runde um einen Schaden schlagen können, sage ich jetzt mal. Ja, kommen wir auch schon direkt zum 2-Mana-Slot. Das war es auch schon mit dem 1-Mana-Slot. Da haben wir nämlich jetzt die Phyrexianische Vivisektorin für ein beliebiges und ein schwarzes Mana ist die 2-2. Und sagt immer, wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, wende Hellsicht 1 an. Heißt also, du kannst dir die oberste Karte der Bibliothek anschauen und du kannst sie unter deine Bibliothek legen. Ist halt einfach praktisch, dann weißt du halt schon, was kommt. Heißt also, wenn es ein Land ist, kannst du es ja runterlegen, wenn du das jetzt nicht mehr brauchst. Ist halt eigentlich immer gut, weil ich habe hier auch mehrere Kreaturen drin, die kleiner sind. Die spiele ich jetzt halt zweimal. Wie zum Beispiel hier der zerschellernde Goblin. Ist halt für ein beliebiges und ein schwarzes 2-1. Und sagt, wenn er stirbt, erhält eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, -1/-1 bis zum Ende des Zuges. Das ist halt eigentlich auch ziemlich praktisch, weil ich spiele halt entweder aggressiv und dann muss der Gegner halt, ja, lässt er halt entweder durch oder muss halt blocken. Und wenn er blockt, kann man halt an der gegnerischen Kreatur halt noch -1/-1 geben. Heißt also, er hätte theoretisch dann, würde er ja dann 3 Schaden machen und könnte damit auf jeden Fall schon gut was aufhalten. Das gleiche auch fürs Blocken. Der ist halt eigentlich, ja, der nimmt dann halt einfach immer die gegnerische Kreatur so gut wie es geht mit. Darum habe ich ihn auch 4-mal drin. Der ist eigentlich ziemlich praktisch, meiner Meinung nach. So, ja. Die letzte Karte im 2-Mana-Slot ist auch nochmal ein Zauber, nämlich hier Zusammenbeißen für ein beliebiges und ein grünes Mana. Es ist ein Spontanzauber, eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, fügt einer Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl, die bzw. die du nicht kontrollierst, Schadenspunkte in höherer Stärke zu. Schön ist halt auch, dass sie nicht halt gegeneinander kämpfen, weil da halt meine Kreaturen auch verlieren könnten, sondern halt einfach nur Schaden zuweist. Ja. Es ist jetzt bis jetzt halt noch nicht so hoch, sind jetzt, also im 2-Mana-Slot wären es ja jetzt immer nur 2 Damage gewesen, aber wie schon gesagt, die meisten Kreaturen der Gegner werden halt auch nur so eine Widerstandskraft von 2 oder 3 haben, also ist das im Only-Kampf-Format eigentlich auch eine ziemlich gute Karte, also eigentlich ist es allgemein auch eine ziemlich gute Karte, sowas ist halt ein gutes Removal im Grün, sage ich jetzt mal. Dann kommen wir auch schon zum 3-Mana-Slot, da habe ich
viermal drin den die Zauberbahn-Schildkröte für 2 Blige, ein grünes Mana, 3-2 mit Abwehr 2. Heißt also, wenn diese Kreatur das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wird, die bzw. den Gegner kontrolliert, neutralisiere ihn bzw. sie, es sei denn, jener Spieler bezahlt 2 beliebige Mana. Ist halt eigentlich auch gut, ne, weil dadurch kann sie halt nicht so schnell das Ziel von Zauberspruch werden, weil der Gegner dann halt 2 Mana mehr bezahlen muss, was, ja, mindestens erstmal 2 Züge noch dauert dann, wenn der Spades theoretisch 3 kosten würde. Aber ist halt eigentlich allgemein gut, weil dann würde ja theoretisch, wenn man jetzt auf sie einen Blitzeinschlag spielen würde, den es ja auch in diesem Set gibt, würde es ja dann 4 kosten anstatt 2. Eine andere Fähigkeit hat sich auch noch, nämlich abkommandieren. Heißt also, so wie diese Kreatur angreift, kann ich eine nicht angreifende Kreatur ohne Einsatzverzögerung, die ich kontrolliere, tappen. Wenn ich dies tue, addiere ich ihre Stärke bis zum Ende des Zuges zu der Stärke dieser Kreatur. Ist halt einfach auch eine gute Fähigkeit, dass wenn die Gegner irgendwann nur noch große Kreaturen haben und man mit den kleinen nichts mehr anrichten kann, dass man halt einfach sagt, yo, ich benutze abkommandieren und mache dann halt den 3-2 jetzt. Beispielsweise mit dem zerstörenden Goblin, der 2-1 ist, zu einer, also dann die Schildkröte zu einer 5-2 Kreatur und greift dann an, hat natürlich dann immer noch Widerstandskraft 2, aber macht dann halt wenigstens 5 Schaden und kann dann auch gegen die großen Kreaturen ankommen. Auch 4-mal drin. Dann auch jeweils auch 4-mal drin habe ich den Moor Dax für 2 beliebige und ein grünes Mana, das ist eine 3-3 Kreatur. Heißt also für 3 Mana schon stabile Stats mit 3. Und er hat auch Bonuskosten für ein schwarzes Mana, heißt also, du kannst zusätzlich ein schwarzes Mana bezahlen, so wie ich diesen Zauberspruch wirke. Und wenn ich dies, wenn er ins Spiel kommt und falls die Bonuskosten bezahlt wurden, erhalten Kreaturen, die ich kontrolliere, Bedrohlichkeit bis zum Ende des Zuges. Heißt also, eine Kreatur mit Bedrohlichkeit kann nicht geblockt werden, außer von 2 oder mehr Kreaturen. Bedeutet halt einfach, wenn ich mir dann hier meine ganze kleine Armee aufgebaut habe, das könnte ich ja dann theoretisch erst im 4. Zug machen, ne? Weil kostet ja dann 4 Mana die Kreatur, wenn ich die mit Bonuskosten spiele. Aber dann kann ich halt einen nochmal schön Bedrohlichkeit geben und dann richtig draufhauen. Das ist auch immer noch sehr schön. Ja, eine andere gute Karte ist zum Beispiel, oder ist auch der Phyrexianische Wüterich für 2 beliebige und ein schwarzes, ist er 2-2. Und wenn er ins Spiel kommt, ziehe ich eine Karte und verliere einen Lebenspunkt. Ist halt einfach gut, weil wenn ich ja immer viele Kreaturen spielen möchte, ich habe ja auch viel im 2-Mana- und 3-Mana-Slot, wie man hier sieht, also eher auch viel Kleines, sage ich jetzt mal, dann spielt man halt auch schon schnell seine ganze Hand leer und dann ist natürlich auch immer gut, wenn man dann Karten zieht. Ja, man verliert zwar ein Leben, aber das ist, glaube ich, noch verkraftbar. Dann spiele ich 4-mal im 4-Mana-Slot den Magnigoth-Wächter für 3 beliebige ein grünes Mana, es ist eine Kreatur, 4-4 Reichweite. Ganz simpel, aber gut, denn sie ist halt für 4 Mana ein 4-4er und das ist, wenn man nur mit Kampf spielt, schon eine solide Kreatur, die auf jeden Fall Ärger macht, die der Gegner nicht haben möchte. Darum gehört sie auch 4-mal ins Deck und sie kann halt was gegen Kreatur mit Flugfähigkeit machen, wovon es halt, wogegen man halt ziemlich wenig machen kann im Kampfbereich. Darum spiele ich auch noch 2-mal die zerlumpte Erscheinung für 3 beliebige und ein schwarzes. Das ist eine 2-2 Kreatur mit Flugfähigkeit und für 2 Mana kann man ihr +1/+1/+, wenn man das Zuges geben. Ist halt einfach praktisch, weil, ja, wie schon oft jetzt erwähnt, was gegen fliegend gibt es halt nicht so. Also es gibt halt eigentlich nur die Removal und dann halt vielleicht irgendwie 2 Kreaturen so insgesamt. Und ja, da kommt man halt mit Fliegern eigentlich immer gut durch. Allgemein auch, wenn man jetzt beispielsweise Draft spielt, merkt man ja auch immer, Flieger sind schon fies, die nerven. Und deswegen habe ich ihn halt auch 2-mal drin. Wenn ich ihn dann halt für 4 Mana spiele, ich kann ihn ja beim nächsten Mal, wenn er angreift, ja auch theoretisch dann schon 2-mal pumpen. Und halt auch weiter im Verlauf des Spiels, wenn mein Mana halt immer offen ist, habe ich dann halt auch irgendwas, wo ich dieses Mana reinstecken kann. Natürlich darf nicht fehlen, Lebenslicht auslöschen für 2 beliebige und 2 schwarze. Spontan aber zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl. Falls ihr bzw. sein Mana-Betrag 3 oder weniger war, erhältst du 3 Lebenspunkte dazu. Ist halt ein Removal, Spontanzaubergeschwindigkeit. Krieg vielleicht auch noch 3 Lebenspunkte dazu, wenn er Mana-Tag 3 oder weniger ist, was auch viele Kreaturen haben werden. Also, ja, Top-Removal,
das spielt man auch immer gerne. Dann kommen wir auch schon zum, zum 5-Mana-Slot, da haben wir den Elfheim-Wurm für 4 beliebige und ein grünes, ist eher 5-4 mit Wachsamkeit und Trommelschaden. Ist halt einfach nur ein Brett, was draufhauen möchte. Man braucht ja auch später im Verlauf ein paar große Kreaturen, die dann das Spiel dominieren. Da habe ich dann nämlich auch nochmal im theoretisch jetzt 7-Mana-Slot die schlängelnde Nekromasse. 6 beliebige, ein schwarzes, 5-5. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jede Kreaturenkarte in deinem Friedhof einen weniger. Und Todesberührung heißt, also Todesberührung heißt, egal wie stark deine Kreatur ist, sie tötet trotzdem die gegnerische Kreatur, wenn sie Kampfschaden macht an ihr. Also, wenn du jetzt, genau, der Kriegsfliegenschwarm hat ja auch Todesberührung, wenn ich ein schwarzes bezahle, heißt also, wenn jetzt hier der 1-1er gegen einen 12-12er rennen würde und ich halt Todesberührung bei ihr aktiviere oder sie Todesberührung hat, würde der 1-1er auch den 12-12er töten. Nur um es nochmal gesagt zu haben. Ja, und den wird man natürlich hier, die Nekromasse wird man definitiv eigentlich nicht für 7 Mana spielen, weil im Verlauf des Matches werden ja definitiv auch mal Kreaturen zerstört werden oder Kreaturen halt allgemein sterben, weil man halt die ganze Zeit angreift. Heißt also, da werden auch genug Kreaturen in meinen Friedhof wandern, damit die Nekromasse dann günstiger wird. So, dann spielen noch zweimal das verschwundene Schlammloch, das verwunschene Schlammloch. Ist halt ein Sumpfwald, tappen macht halt einen Sumpf oder einen Wald und kommt halt getappt ins Spiel. Spiele ich halt auch nur zweimal. Ich wollte es einfach drin haben, dass man halt einfach sicher ist, dass man die Farben auch eigentlich hat, aber ich wollte halt auch es nicht viermal spielen, weil ich dann, weil es mich halt auch ein bisschen ausbremst, weil es halt getoppt ins Spiel kommt. Dann spiele ich noch 9 Wälder und 11 Sümpfe, heißt also 22 Länder gesamt. Eine Sideboard habe ich tatsächlich auch noch. Da habe ich noch ein paar Karten drin, falls es nicht so läuft, dass ich halt dann noch bohren kann. Zweimal die Urborg Wiedererweckung für ein schwarzes Banner, ist eine Hexerei mit Bonuskosten für ein grünes und ein farbloses, beliebiges. Ja, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof deiner Hand zurück, du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Falls die Bonuskosten dieses Zauberspruchs bezahlt wurden, bringe eine andere bleibende Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof deiner Hand zurück. Ist halt, wenn ich merke, dass der Gegner halt viele Removal hat und mir einfach einmal eine guten Kreaturen zerstört, dass ich dann halt da hier noch zwei Zaubersprüche habe oder sie zweimal halt noch habe im Sideboard, dass ich meine Kreaturen auch wiederholen kann. Geht jetzt mal hier unter. Ja, zum 1-Mana-Slot. Dann habe ich auch noch 4-mal drin im Sideboard die toxische Scheußlichkeit. Für ein beliebiges, ein schwarzes ist sie ein Phyrexianer Zombie 3-2 und sagt, wenn sie ins Spiel kommt, verlierst du 2 Lebenspunkte. Die wollte ich jetzt halt nicht unbedingt ins Main Deck packen. Sie ist zwar gut, also sie ist, ja, sie ist gut, sie ist halt im 2-Mana-Slot ein 3-2, was halt schon ziemlich stark ist. Aber sie zieht ja halt auch 2 Lebenspunkte ab und das kann halt schon wehtun. Könnte man auch noch überlegen, ob man sie ins Main Deck packt, aber ich habe sie jetzt halt 4-mal ins Sideboard gepackt. Ja, dann habe ich auch noch 2-mal halt im, noch 2-mal im Sideboard, auch im 2-Mana-Slot die Schlingenspinne. 1-3 mit Reichweite und wenn sie eine fliegende Kreatur blockt, erhält die Schlingenspinne plus 2 plus 0 bis zum Ende des Zuges, ist dann halt also ein 3-3er theoretisch. Habe ich halt einfach reingenommen, damit ich halt noch mehr gegen Flieger habe, falls der Gegner doch noch irgendwie schafft, ganz viele Flieger zu haben. Halten, dass ich die halt nicht alle irgendwie mit dem Removal wegschießen muss. Im Sideboard habe ich auch noch 2-mal das kolossale Wachstum für ein beliebiges und ein grünes Mana. Spontan zwar Bonuskosten für ein rotes Mana und eine Kreatur deiner Wahl plus 3 bis zum Ende des Zuges. Falls die Bonuskosten dieses Zauberspruchs bezahlt wurden, erhält diese Kreatur stattdessen plus 4 Eile und Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Ist halt einfach gut, nicer Pump-Spell, ne, falls ich merke, dass ich ihn doch brauche, habe ich ihn auch noch drin. Und damit ich dieses rote Mana halt auch habe, damit ich theoretisch meiner Kreatur auch für 3 Mana dann plus 4 Eile und Trampelschaden geben kann, habe ich noch 4-mal
die bewaldete Kammlinie drin, ist halt einfach ein Landgebirgewald und macht dann halt ein Gebirge oder ein Wald. Das ist halt aber auch, wie schon gesagt, nur im Sideboard drin, damit ich, wenn ich möchte, auch die Bonuskosten des kolossalen Wachstums bezahlen kann. Man kann es natürlich auch ohne spielen, weil es gibt ja trotzdem für 2 Mana dann plus 3, was auch eigentlich ausreicht, aber für 3 Mana plus 4, Trampelschalen und Eile nimmt man natürlich auch mit. Kann man dann halt gucken, wenn es dann soweit ist. Ja, das ist soweit mein Deck, meine Ideen hinter diesem Deck, also wie ich damit agieren möchte und wie ich versuche, meine Gegner zu besiegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich werde sie mir durchlesen und dann vielleicht auch noch was ändern. Bin ich euch sehr dankbar drüber. Ja, und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch viel Spaß mit Magic the Gathering und natürlich im Allgemeinen auch Dominarias Bund. Und dann sehen wir uns demnächst. Bis dann. Tschüss.